Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oh, yeah, the Will of the Wisps. Wir sind gerade in der Ende der Weide, haben eine tolle neue Fähigkeit bekommen, in der wir einfach Super Saiyajin-mäßig überall hinfliegen können. Was ich sehr, sehr geil finde, muss ich sagen. Ja, und wir müssen uns jetzt erstmal nicht sterben und hier in der Weide umgucken. Das Spiel neigt sich ein bisschen dem Ende zu. Uns fehlen zwar noch drei Fähigkeiten bis dahin, aber ja, die Weide ist halt quasi schon unser letztes Ziel, wo wir hinwollen. Aber von dem her, ne, kann das nicht mehr allzu lange dauern. Okay, also rechts ist sehr lebensbeneinend. Da gehe ich nicht hin. Lebensbeneinende Sachen finde ich nicht gut. Hier haben wir noch irgendeinen Teleporter. Und den dritten nehme ich auch noch. Dankeschön. Guck mal, das ist der Kartentypi. Hallo, ja, ich hätte gerne eine Karte. Okay, der Dungeon ist ja riesig groß. Naja, irgendwo muss man ja mal anfangen. Let's go. Da haben wir schon wieder einen Gustavsson, Nummer 38 Milliarden. Hi, danke, tschüss. Ich will dich nicht vernichten. Ich bin... Er hat sich selber vernichtet. Nein, Gustavsson. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich hier bin. Aber ich glaube schon. Denn... Oh, ja, ja, doch, doch. Ja, finde ich gut. Okay, ja, ja, I see, ja. Let's go. Jetzt bin ich hier drüben. Das ist toll, oder? Okay, wir kriegen hundertprozentig irgendeine Fähigkeit, wie man... Never mind, wie man diese Dinger hier aufmacht, aber man kann sie auch einfach so kaputt machen. Oh, sag mir nicht. Oh mein, okay, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss, Leute, dieses Ding hier mitnehmen. Hundertprozentig. Oh, nö. Also den einmal darunter. Der fliegt jetzt immer weiter hier im Kreis, nicht wahr? Ja, okay. Dann brauchen wir einen davon, der immer wieder da umhergeht. Dann folgen wir ihm mal. Dann den einmal da rein. Aua, bisschen Damage mitnehmen. So, und jetzt müssen wir den hier nur noch... Richtig Uptime. 1, 2, 3, let's go. Zack. Easy. Ich bin schlau. Das wissen wir jetzt schon vom Spiel, dass man ein bisschen nachdenken muss. So, wir können hier die linke Seite kaputt machen. Stirb, komischer Tumor. Das ist exakt so. Das ist 1:1 so wie im ersten Teil. Da gab es auch so solche Parts. Dann sollte hier irgendwo Nummer 2 sein. Ich... Habst du die Befürchtung, dass wir hier sehr, sehr viele Rätsel haben werden? Geht's denn hier? Ah, geht's hier weiter? Hier geht's weiter. Fällt das Ding einfach runter. So, Glibberzeug ist, glaube ich, nicht so cool. Glibberzeug lassen wir Glibberzeug sein. Stattdessen gehen wir hier durch die Teleporte. Okay, das ist ja richtig lebensbefeindlich und Nein sagen. Mann, chill doch mal. So, hier können wir uns wieder einen Teleporter holen. Wo bringt der uns hin? Wo bin ich? Aha, okay, cool. Abkürzung also nur. Okay. Aua. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Hier. Friss das. So, was du kannst, kann ich auch. Trieb Nummer 2. Damit auch erledigt. Guck mal, da unten ist auch noch ein Teleporter. Wo bringt der denn hin? Secret. Kann mir doch keiner sagen, dass das hier natürlich so wächst. Nein, aua. Und alles macht immer so viel Damage. Ich bin so gespannt, wie viele Tode ich am Ende haben werde. Bestimmt über 100. So, einmal durch den Erdkern. Okay. Okay. Ja, finde ich gut. Ja, ja. Fühle ich. Ich fühle das richtig. Ich halt erst oben lang. Guck, da ist nämlich noch ein Onigiri. Das war natürlich alles geplant, damit ich dieses Onigiri mitnehmen kann. Nicht, weil ich so blöd war, auf der anderen Seite wieder rauszufliegen. Nein, nein. Wollte schon dieses Onigiri-Ding haben. So, guck, da sind wir hier. Da ist der nächste Trieb, den wir kaputt machen können. Pff, okay, hier muss ja dann wahrscheinlich auch noch einer sein. Einfach nicht von irgendwelchen komischen Sachen treffen lassen. Ja. Ja. Ist zumindest nicht One-Hit. Das ist ja schon mal schön. Das ist wirklich schon viel, viel netter als der erste Teil. Der hätte da wirklich... Ah, nein, ich will noch nicht zurück. Lass mich nochmal... Nein, ich will hier nicht sein. Das sieht mir aus wie ein Boss hier. Oh Gott, ja, Mist. Ich will kein Boss. Ich bin doch gar nicht vorbereitet auf einen Boss. Vor allem nicht auf so einen komischen Boss. Hallo, wie geht's denn so? Ich weiß nicht genau, wie man dich vernichten soll. Einfach an... Okay. Ja, ich mache einfach mal gar kein Damage zu dir, ne? Findest du gut, ne? Wenn ich kein Damage mache. Oh, das finde ich gut. Damit kann ich ihm wahrscheinlich mehr Damage machen, als wenn ich ihn die ganze Zeit nur blöd angreife. Ja, ja, ja. Wir müssen irgendwie einfach nur seine Struktur zum Bröckeln bringen. Ja, doch, funktioniert doch eigentlich ganz gut. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir ihn nämlich direkt angreifen. Und dann ist er tot. Dann kann er gar nichts. Oh, er macht sich einfach heil. Ja, nee, ist klar, dass du dich einfach heil machen kannst.
Okay, dann spüre mein Sentinel. Los, mehr. Gib mir alles, was du hast. Aber er macht halt auch gar keinen Damage so. Hab ich mir mehr erwartet von so einem Miniboss. Oder ich bin einfach zu gut geworden. Das kann natürlich auch sein. Was ist denn das überhaupt für ein Wesen? Und wieso hält es uns davon ab, zum komischen Baum zu kommen? Das verstehe ich immer noch nicht. Sentinel Action, Sentinel Action, Sentinel Action. Ja, greif ihn alle an. Vor allem, wenn man sie noch upgradet. Guck mal, was für ein Damage die machen. Hä? Okay, ich hätte es auch ohne die Sentinels hinbekommen. Und die Sentinels waren ja ultra krass. Die wird einfach weggeknaddelt. Einfach weggeknaddelt. Oh, das, hä? Er war selber so ein Zwischending? Aber bisher auf jeden Fall recht nette Ideen. Es hat sich noch nichts wiederholt. Man muss seinen Skill so ein bisschen unter Beweis stellen. Finde ich. Nicht ganz schlecht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Moment, geht das trotzdem noch hier? Okay, bin noch safe. Bin noch safe, Leute. Bin auch noch safe. Hui, bin eine Katze. Aua, nein, nein, nein. Lieber nochmal festhalten und hui. Manu. Okay, das ist gar nicht so einfach. Jetzt. Nein, aua. Mm. Okay, einfach mal ein bisschen schneller agieren. Festhalten. Hoch. Leben holen. Ja, Leben finde ich gut. Danke, Leben. Und hui. Manu. Aua. Das Ding ist voll scheiße. Oh, ja. So, jetzt aber. Nein, 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 nein. Nochmal zurück, nochmal zurück. Alles von Anfang. Und wuhu. So, einmal festhalten. Denn nachdem man sich einmal festgehalten hat, kann man sich neu positionieren. Und dann hier einfach runter, nicht wahr? Haben wir es jetzt schon? Sieht an sich ja gut aus. Das war ein einfacher Part. Also das war einfach ein Jump-Man-Part. Nett. Pow. So, und dann gucken wir uns jetzt irgendwie die rechte Seite an. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Ach, ich kann hier einfach drauf stehen, wie ich durch diese Dinger durchkomme. Okay, war gar nicht so schwer. War gar nicht so schwer. Ja, explodier bitte in meiner Fresse. Das finde ich immer richtig gut. Ich liebe das, wenn Leute in meiner Fresse explodieren. Upp. Ist das Ding schon? Muss ich das Ding da einfach nur kaputt machen? Hier, Sentinel, mach mal. Ja. Okay, nein. Wieso mache ich denn sowas? Okay, das ist ja richtig uncool. Okay, ich bleib hier oben stehen. Du kriegst mich nicht, ne? Nein, 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 nein. Das war ja jetzt... Warum habe ich das gemacht? Ich muss trotzdem oben lang, oder? Also man kann hier zumindest lang. Ja. Alter. Guck mal, meine Leben. Ich habe nur noch so ein Viertel Leben. Okay, so vorletzter. Hier ist Sand-Action, wie es aussieht. Hui. Das ist ja erstmal kein Problem. Damit kann ich mich doch arrangiert. Kannst du bitte nochmal schießen? Finde ich voll nett von dir. Jupp, danke schön. Ab. Ab. Schubidubadab, bidab, bab. Schubidubadab, bidab, bab. Shut up. Schububadab. Sand, sand, sand. Everything is sand. Okay, das war viel zu einfach. Hä, da habe ich mir auch schon wieder mehr erwartet. Einer fehlt noch. Mann, doch alles in. Keine Ahnung wie. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe. Aber anscheinend überlebe ich ja. Oh ja, cool. Du bist so einer. Mhm, ja. Ich gehe dann weiter, ne? Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Hui! Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich tue, aber es scheint richtig zu sein. So, das ist der letzte. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder eine Fluchtsequenz, so wie ich dieses Spiel kenne. Weil alles ineinander zusammenbricht. Und uns hier natürlich wieder irgendwas nicht hat. Nee, sieht gut aus. Na dann. Hallo, da bin ich wieder. Let's go. Sind wir jetzt bei diesem komischen Baum endlich angekommen? Können wir das Spiel dann beenden? Hallo? Hallo, möchte mich noch irgendjemand abhalten, zu diesem Baum zu kommen? Oder darf ich das Spiel jetzt beenden? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das hier sehr gefährlich und der Baum sieht auch nicht mehr so fresh aus. Können wir ihn vielleicht wieder erfreshen? Oh. Wir haben es geschafft, Ori, die Geisterweide. Na dann, do your thing. Unser Land wird wieder im Licht erstrahlen. Wir machen den Schaden rückgängig. Na, ob das mal nicht zu einfach ist, Mr. Seire, ob du dir das nicht ein bisschen zu einfach vorstellst. Ist der nicht viel zu klein, um so einen ganzen Baum wieder zu erwecken? Na, scheinbar nicht. Und so erstrahlte das ganze Land in neuer Blaue. Das ist schon echt schön, oder? Also dieses Bild an sich ist schön. Sehr übersättigt, aber auch sehr schön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses komische Flatterviech, Sheik heißt er, glaube ich, dass er das einfach so zulässt. Weil dann hat er doch auf jeden Fall verloren.
Da passiert doch hundertprozentig noch was. Tapferes Kind, du hast das geheilt, was zerstört war. Saire wurde wiedergeboren. Sieh nur, wie ihre Erinnerungen von meinen Ästen angezogen werden. Die Geister sehnen sich ja so schon so lange an diesen Tag. Wenn ich doch nur das Licht wieder in mir tragen könnte, aber es ist nicht mehr das meine. Meine Zeit ist vorbei. Ein neues Zeitalter muss anbrechen. Mein Kind, ich übertrage dir das Licht. Aber um es dir in dir tragen zu können, musst du etwas tun. Ein Leben musst du zurücklassen, um das Leben aller anderen zu retten. Werde eins mit Saire. Nimm das Licht in dich auf. Kümmere dich um dieses Land, wie ich es einst tat. Nö. Ich lasse gerne dein Leben für das Leben aller anderen, aber ich lasse nicht das Leben von Klein Kuro für alle anderen, damit das schon mal klar ist. Okay, also er ist schon zu kaputt, als dass er Saire aufnehmen könnte, ja? Wir müssen also einen neuen Wirt finden, der wir jetzt angeblich sein sollen. Aber natürlich hat der Sheik was dagegen und klaut uns Saire und zerquetscht ihn. Böser Typ. Nicht cool, nicht cool. Oh. Ja, ich darf nochmal flüchten. Ich dachte schon. Nee, ich darf nicht flüchten. Ich muss kämpfen. Na gut, dann kämpfen wir halt. Hallo, guck mal, ich habe hier Sachen. Wieso hast du Saire vernichtet? Spinnst du? Wie kannst du es wagen, einfach Saire anzugreifen und kaputt zu machen, so wie Klein Kuro? Dafür wirst du bezahlen. Das lasse ich nicht ohne weiteres auf mir sitzen. Na, zeigst du mir dein kleines Köpfchen, damit ich dich angreifen kann? Das ist ja sehr lieb von dir. Ich habe ein bisschen Angst, was er macht. Das ist aber das Beste, wenn man die mit ihren eigenen Mitteln angreifen kann. Bau, bau, bau. Boah, aber das wird ja ewig dauern. Alles klar, bist du jetzt der Final Boss? Ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass er der Final Boss ist. Vor allem, wir müssen ja trotzdem noch Klein Kuro retten. Oh, alles klar. Ich habe gehört, du magst ein paar Sentinels in deiner Fresse. Kein Problem, da kann ich doch mitarbeiten. Ja, da flüchtest du, ne? Bin ich dir zu stark? Wusstest doch. Keiner legt sich ungestraft mit Ori an, mit Desori. Desori ist der stärkste von allen. Und kein guter Kampf wäre ein wirklich guter Kampf ohne eine Fluchtszene. Wir fehlen aber auch noch immer übelst viele. Oh mein Gott, das ist immer so knappi. Lass mich in Ruhe. Mir fehlen noch übelst viele Fähigkeiten. Das ist auch noch nicht der Endfight. Er wird garantiert nochmal. Oh Gott, oh Gott. Hä? Hey, no, Moment. Nochmal wegflüchten, weil er merkt. Yo, wow, ich habe ja gar keine Schnitte gegen dich. Okay, vielleicht ist es doch der Endkampf. Wie ich das hier gerade sehe. Ich laufe einfach mal. Aber ich glaube, ich darf nicht laufen. Nee, Moment. Das ist ja ganz dreist von dir. Los, komm her und stell dich! Desori wie ein. Oh Mann. Wie ein echter Vogel. Nicht cool. Oh mein. Oh Gott. Okay, jetzt ist gut. Jetzt spürst du die Sentinels. Hast du es nicht anders gewollt? Muss mich auch irgendwie mal heilen. Ganz schön anstrengend. Oh, ja, das finde ich gut. Let's go. So, hast du schon genug? Sentinel, 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 Sentinel. Ganz viele Sentinels spammen. Ihn auch noch zusätzlich angreifen. Let's go. So, also so langsam. Muss er, aua, doch mal genug haben. Ey, Mann, diese Bossfights sind so geil in diesem Spiel. Nein! Oh, ich habe die falsche Fähigkeit. Ich habe sogar die richtige Taste gedrückt. Aua, Mann. Ey, aber da machst du gar nichts, ne? Da machst du einfach gar nichts. So, jetzt hau ab. Oh mein Gott, ist das Lied aus dem ersten Teil? Ja, ne? Genau dieses Lied, also ein bisschen abgewandelt, dieses Lied, was wir gerade hören, war, glaube ich, auch der Kuro-Song im ersten Teil.
beim Endfight. Also ein bisschen abgewandelt, aber tatsächlich. Da komm, gib mir alles, was du hast, du blöder Drecksvogel. Mach dich richtig fertig, du Arsch. Was hast du einfach? Seire getötet. Beziehungsweise zumindest angegriffen. Oh, was macht er? Oh. Ich habe aber jetzt auch schon wieder nicht allzu viele Leben. Tja, drüber gesprungen. Hat er nicht mitgerechnet. Hat er einfach nicht mitgerechnet. Habe ich aber einfach gemacht. Einfach so. Ja, ja. Weil ich's kann. Ja. Auch wenn er da nicht mitrechnet. I don't care. Los, komm her. Komm her, ich mach dich fertig. Ja, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Alles, alles sweep, alles hin. Da, bumm. Okay, er ist gleich tot. Wenn er nochmal auf mich rauf geht, was er ja garantiert gleich machen wird, schicken wir ihn einfach ein paar Sentinels in die Phase. So, Sentinels-Action. Und dann haben wir ihn doch. Er hat keine Leben mehr. Das ist ein bisschen... Warum wurden die Leben eben nicht angezeigt? Hey, ich hätte ihn doch locker jetzt getötet durch meine Sentinels. Das Spiel verarscht mich schon wieder. Und ich hab... Oh nein, ich habe keine Mana mehr. Leute, ich habe keinen Mana mehr. Das ist halt richtig schlecht jetzt. Das ist jetzt die ganze Zeit. Ich habe keine Sentinels mehr. Das ist jetzt so... Nö. Ich kann nichts machen. Wait a second. What the f... Ah, ja, Leute, ich muss nach oben. Deswegen regnet das die ganze Zeit runter. Das macht vollkommen Sinn. Ich muss einfach nur lange überleben. Okay, okay, I see. Dann machen wir das so. Ja, kein Problem. Ich bleibe in der Luft. Ich weiß nicht, wo ich bin. Bitte, kann das bitte langen? Ja, wir haben ihn... Nice! Aber das war ein anspruchsvoller Kampf. Holy crap. Da musste man ja so viel machen. Ja, ja, sorry, Shriek. Aber du hast meinen Freund kaputt gemacht. Das finde ich nicht so nett. War das jetzt der Final Boss? Also das war ein Final Boss. Würde ich auf jeden Fall. Ja, ewig werden wir uns an diese Nacht erinnern. Da ist er. Als die Hoffnung starb. Einige blieben weiter im Schatten. Du fühlst dich ganz, ganz schlecht. Dass du das Licht vernichten wolltest. Dabei hättest du es auch benutzen können. Ja, sterb bei deinen Eltern. Kein Mitleid für Shriek. Kein Mitleid. Auch der Arme. Immer diese Schicksalsschläge. Jetzt stirbt er in den Armen seiner Eltern, oder was? In den Armen seiner toten Eltern, by the way. Ah, was eine Story. Seire geht's aber, glaube ich, trotzdem gut, auch wenn er zerquetscht worden ist. Ich meine, das ist ja irgend so ein Geisterwesen, nicht wahr? Also der kann ja einfach die Energie von anderen Geisterwesen um sich rum aufsammeln, so wie Ori, by the way, auch. Das geht ja. Dem her bin ich guter Dinge, dass wir diese Welt noch retten können. Los, Ori. Wir müssen zu Seire und die Welt retten. Für Gumo, Kuro und den anderen Typen, von denen ich den Namen vergessen habe. Oh Gott, ich habe keine Kraft mehr. Der Kampf gegen Shriek war sehr, sehr anstrengend. Quarlock. Mein guter alter Froschkönig. Es tut mir leid, dass du auch du sterben musstest. Ich konnte dich nicht retten. Gott. Und auch ihr, meine Mokis. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr mir helfen wolltet, Klein Kuro zu retten. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Kraft habe, Seire
Lebst du noch, Saire? All meine Freunde sterben. Klein Kuro, Saire, Quorlock. Es ist Zeit, Uri. Saire, du lebst ja noch. Uri hat's geschafft. Mein Kuro, Uri hat's geschafft. Aber Uri hat's nicht geschafft. Moki Moki, wo ist Uri? Moki Moki. Dem Licht zu. Als mein Name Uri lautete, Klein Kuro ist jetzt gar nicht mehr so klein und kann selber fliegen. Wir kriegen einfach das ganze Leben von denen mit. Und als Baum lebt man natürlich viel, viel länger. Das ist zum einen schön, aber zum anderen auch irgendwie traurig, weil man die natürlich alle überlebt, nicht wahr? Hab dich auch lieb. So verschwindet auch der letzte von ihnen. Und zurück bleibt der Baum Uris. Und es war der Wille der Irrlichter. Dass das Leben erneut beginnt. Okay, das war anscheinend Uri and the Will of the Wisps. Mir fehlen 3 Fähigkeiten, was ich super weird finde. Das heißt, dieses Spiel wird entweder New Game Plus haben oder irgendeine Art von Endgame. Tja, war jetzt ein bisschen dumm, dass ich ein Jahr gewartet habe, das zu beenden, weil so viele Folgen waren. Das sei jetzt gar nicht mehr bis zum Ende. Aber ja, auch nach diesem Jahr hat das Spiel noch viel Freude gemacht. Also es ist spielerisch. Mechanik, spielerisch ist das richtig, richtig geil.
Es ist um einiges schwerer als der erste Teil gewesen, finde ich. Hat aber auch einige Sachen besser gemacht. Die Musik ist sowieso atemberaubend, da kannst du gar nichts sagen. Ich fand das Ende jetzt ein bisschen gewascht, aber ist in Ordnung. Aber wahrscheinlich kommt da halt auch noch was. Aber kann er jetzt gar nicht? Hä? Wie wollen die denn auch irgendwie neues Late Game machen, wenn Ori jetzt ein fucking Baum ist? Der einfach alle überlebt und dafür sorgt, dass die Erde quasi im Gleichgewicht ist. Naja, das nächste Game von den Mimoon Studios soll ja, glaube ich, nicht Ori werden, obwohl die irgendwann nochmal einen dritten Teil von Ori rausbringen wollten. So wie ich das mitbekommen habe. Aber das nächste Game wird wohl erstmal irgendwas anderes sein. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Wird wahrscheinlich auch Let's Played werden. Ja, könnt mir ja mal schreiben, wie ihr dieses Let's Play fandet. Auch wenn das jetzt natürlich sehr gestreckt hat. Und wahrscheinlich die wenigsten bis hierher noch gucken werden. Aber die, die es getan haben, Respekt. Bin auf jeden Fall froh, dass ich es jetzt endlich auch beendet habe. Und eigentlich hatte ich vor, es noch zu Speedrun. Das habe ich auch beim ersten Teil gemacht. Aber ob das jetzt bei diesem Teil sich so anbietet, muss ich nochmal gucken. Beim ersten Teil ging das recht gut. Schönes Spiel, kriegt von mir auf jeden Fall positiv. Ich würde sogar sagen, eine 8,8 von 10. Was schon sehr, sehr hoch ist. Und hätte ich es privat gespielt, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar noch mehr enjoyed, weil als Let's Play war das jetzt eventuell nicht so ganz geeignet. Hätte man eventuell machen können wie Maudado, der hat das einfach nur im Stream gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, warum er es im Stream gemacht hat. Weil als Let's Play ist das halt doch ein bisschen komisch. Aber war so auch ganz schön. Ich werde es garantiert auch nochmal, jetzt wo ich es durch habe, privat nochmal spielen und enjoyen. Den ersten Teil habe ich ja auch locker 10-mal durchgespielt. Häufiger. Also 10-mal normal und dann mit den Speedruns auch noch 8 Milliarden Mal. Weil ich das so toll fand. Und der zweite Teil war jetzt halt auch toll. Mal gucken, was wir da noch machen werden. Gut, dann könnt ihr euch aber freuen, dass jetzt endlich wieder neue Let's Plays kommen. Oder halt Videos von anderen Spielen. Aber ich habe nur 65%. 11 Stunden habe ich... Echt? Das hat 11 Stunden gedauert? Wir gucken jetzt nochmal rein. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht gespeichert hat, weil das... Ah, klar, es war jetzt das Ende. Klar, wir sind jetzt zu einem Baum geworden und so. Aber, genau, er hat vorm richtigen Ende gespeichert, also wo man abgeschlossen hat, sodass man trotzdem noch als Ori weiterspielen kann und sich quasi die ganze Welt nochmal angucken kann, dass man alle Challenges zum Beispiel macht, die es ja gab, wo ich ganz wenig von gemacht habe, hier diese Renn-Challenges. Und auch die ganzen Nebenquests machen kann und das Dorf noch fertig machen kann mit diesen Onigiri-Dingern zum Beispiel. Kann man alles noch machen, aber ist halt alles nur optional. Aber wenn man irgendwie Bock hat, sich die Welt noch näher anzugucken, kann man das halt machen. Gut, ja, aber an sich schönes Spiel. Danke nochmal an den Psi, den PSI, also nicht ich, sondern der heißt wirklich so, sein Nickname, dass er mir das Spiel gestellt hat. Und ja, das wäre es dann aber gewesen. Let's Play beendet. Danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.